Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Feluca unterwegs. Unser Server oder mein Internet oder irgendwas in der Richtung ist heute mal wieder extrem zickig und schmeißt mich regelmäßig raus. Deswegen dachte ich, statt einem Bau- und Bastelprojekt oder Redstone oder sonst was, zeige ich einfach mal ein paar Sachen, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn ich zwischendurch rausfliege, nämlich das, was ich so mache, wenn ich nicht unbedingt aufnehme. So ein bisschen Grinding und andere Sachen, Level sammeln, Tiere züchten. Hier unten war ich ja in meiner Welttournee schon mal kurz. Hier bin ich heute auch ein bisschen aktiv. Ich bin gerade dabei, diese Wand weiter auszugraben in die Richtung nach daraus. In die Richtung ist auch eine meiner Minen, der ist relativ weit da hinten, weil die für die neuen Blöcke ist, die neuen Materialien, die mit 1.8 gekommen sind. Deswegen musste ich die weit genug rausbauen, dass die in neu generiertes Land reicht. Hier ist so ein Mobgrinder, da sind da oben, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit er nicht ganz so laut ist, da sind da oben versteckt im Berg. Das ist hier direkt unter dem großen Berg neben Delucia, der, vielleicht kommen wir noch an die Oberfläche, dann zeige ich, wo es ungefähr ist. Jedenfalls in diesem Berg sind mehrere Spawnfloors, also Spawn-Ebenen, wo Mobs drauf spawnen können. Hier rundherum ist eigentlich alles ziemlich gut ausgeleuchtet. Die sind aber so weit weg, dass sie sich nicht bewegen. Mehr als 64 Blöcke weit weg bedeutet, oder mehr als 32 sogar nur, dass Mobs aufhören, sich zu bewegen. Und deswegen gibt es da hinten diesen Knopf. Der macht da oben eine Zeit lang Wasser an. Jetzt wird es richtig laut. Der macht eine ganze Menge Wasser an, was den kompletten Spawner da oben überflutet und sämtliche Mobs in die Mitte schubst. Dann ist hier zwischendurch ein Enderman aufgetaucht. Der war wahrscheinlich in dem Spawner da oben und hat nasse Füße gekriegt. Dann teleportieren die sofort weg. Den wollen wir mal eben einsammeln. Na komm, ja. Da habe ich dann wieder Lag. Gucken wir mal, ob wir schnell genug wieder reinkommen, damit ich hier die Aufnahme nicht unbedingt abbrechen muss. Dauert einen Moment. Jetzt sind wir wieder drin und da hinten ist unser Enderman geblieben. Das passiert mir leider heute schon den ganzen Tag, den ganzen Abend. Das nervt fürchterlich und das bedeutet auch, dass ich nichts Größeres anfange, weil ich einfach nicht weiß, ob das eventuell, bleibst du mal stehen, du Blödmann, ob ich eventuell irgendwann gar nicht wieder reinkomme und deswegen spiele ich das so ein bisschen auf Sicherheit. Die haben jetzt auch netterweise alle aufgehört zu brennen. Normalerweise stehen hier nicht ganz so viele unten drin, wenn ich den da oben spüle. Und da fängt der Leck wieder an. Es ist aber kein großes Problem, den dann mal eben leer zu machen. So und so. Die meisten Mobs gehen von alleine drauf, weil die zum einen von da relativ weit oben 22 Blöcke, 21 Blöcke oder so runterfallen. Und das andere ist, hier sind, das sind diese Auswüchse hier an der Seite, da ist ein bisschen Lava, die in diesen Schacht reinragt. Die kann man hier mit Hebelchen ausschalten. Das mache ich dann zwischendurch und dann gehe ich mal hier rüber. Das ist ein Kaninchenbrüter, in dem man dann Kaninchen, Fleisch und Leder und so weiter sammeln kann. Hauptsächlich geht es mir hier eigentlich um die Pfoten, weil man mit denen Potions brauen kann, Springpotions, die zum Beispiel auch für die Pferde eigentlich interessant sind. Da gibt es hier oben dann ein bisschen Karotten und dann kann man hier die Brutkammer aufmachen und die alle füttern. Habu, habu, habu. Und dann wieder zumachen.
Und wenn man das dann gemacht hat, kann man das Wasser ausschalten. Und dann rutschen die Kleinen alle nach unten durch. Und dann machen wir das Wasser wieder an und dann gibt es einen netten Effekt, weil die jetzt alle gleichzeitig Wasser gekriegt haben, springen die auch alle gleichzeitig und das ändert den Ton doch gewaltig. Hier unten gibt es dann verschiedene Methoden, die Karnickel umzubringen. Da gibt es den Crusher. Die sind hier, ich will es jetzt nicht aufmachen, weil die dann alle rauskommen und ich will mich jetzt gerade mal nicht um die Karnickel kümmern. Die sind einen Half Slab nach unten gesetzt. Das heißt, die Babys, die deren Köpfe ragen nicht über diese Kante raus, hier über diese Glaskante. Nur die, die schon ausgewachsen sind. Und die erwischt man dann zum Beispiel mit diesem Crusher, wenn man da drauf drückt. Dann macht er da mal kurz zu. Das sind jetzt wahrscheinlich alles nur Babys, deswegen hat er da nichts gemacht. Dann gibt's hier einen kurzen Lava-Impuls, der kommt da hinten aus dem Dispenser. Der würde die jetzt, glaube ich, sofort umbringen, deswegen drücke ich da mal nicht drauf. Und damit kriegt man dann die Kammer auf und kann dann das, was noch übrig ist, mit dem Schwert erledigen. Da hier auf dieser Seite, da gibt es eine Ebene mit, es ist alles zugebaut, deswegen versuche ich da mal von der Seite hier rein zu linsen. Da gibt es eine Ebene mit Melonen, eine Ebene mit Kürbissen und eine Ebene mit Reeds, mit Schilf. Und wenn ich dann hier auf den Knopf drücke, so, dann kommen da ein paar Pistons raus und ernten das ab. Und genauso auf der anderen Seite. Und das wird dann hier gesammelt und landet dann alles hier unten. Da gehe ich dann einfach hin und wieder mal rum und drücke auf. Die Maschine hier habe ich ja, glaube ich, schon mehrfach gezeigt. Da kann man alles Mögliche an Pflanzen anbauen. Die ernten wir jetzt mal eben ab. Und im Moment brauche ich am dringendsten den Weizen. Deswegen schnappen wir uns hier auch mal welchen. Das ist auch eine gute Methode, um die ganzen Knochen loszuwerden, die sich zum Beispiel in dem Grinder da auf der anderen Seite ansammeln. Hier sind nämlich die Dispenser voll mit Knochenmehl. Na, geht der noch auf? Ah, er geht noch auf. Und wenn man da unten den Düngerstreuer-Knopf drückt, versucht der dreimal, waren es, glaube ich, so wie das Timing ist. Da ist einfach eine kleine Uhr unten drunter, ein kleiner Clock-Circuit, der für drei Pulse angeht, solange man den Knopf drückt. Und dann versuchen die dreimal hier das Bone Meal drauf zu streuen. Und spätestens, wenn man zweimal drauf gedrückt hat, ist alles gewachsen, wenn man es eilig hat mit dem Abernten. Ich habe hier jetzt so einiges zu tun, nebenbei immer mal ein bisschen zu machen und zu tun. Und ich kann darauf warten, bis das von alleine fertig ist. Hier ist einfach nur ein Schweinestall, da ist gar nichts weiter Besonderes drin. Da kann man nur Karotten nehmen und dann durchgehen und die Schweine füttern. Dient auch eigentlich nur der Nahrungsgewinnung. Das soll uns reichen. Wenn hier zu viele sind, fangen die an, so wie alle anderen Viecher, durch die Zäune hier zu glitschen. Das wollen wir vermeiden. Na, so. Die Kaninchen tun das nicht. Die haben das getan. Ich hatte hier an den die Ecken, die äußeren Ecken, keine vollen Blöcke. Und da sind sie dann durch die Ecken geglitscht. Durch die vollen Blöcke machen sie das nicht. Hier ist meine Karottenkiste. Den hier werde ich jetzt nicht in Betrieb nehmen. Das ist zum Hühnerzüchten. Eigentlich nicht zum Züchten, eigentlich nur zum Ausbrüten und groß werden lassen. Da ist hier oben ein Vorratslager an... ist leer. Habe ich letztes Mal nicht aufgefüllt anscheinend. Ein Vorratslager an Eiern. Und hier ist, wenn er denn mal aufgehen würde, ein Dispenser, der über diese Uhr
angetriggert wird. Die Uhr wird hiermit angehalten. Das ist da unten ein Hebel. Und der wirft, machen wir hier mal auf, der wirft von da oben, kann man ihn hier sehen? Ja, so ein bisschen. Von da oben wirft er einfach die Eier hier rauf und dann raus und dann schlüpfen. Hin und wieder mal mit einer Chance von, naja, mit der Chance, mit der halt Eier in Küken schlüpfen. Schlüpfen da welche. Und die sitzen direkt auf einem Trichter. Das heißt, die legen dann irgendwann, wenn sie ausgewachsen sind, jede Menge Eier. Die landen dann hier unten drin. Habe ich ziemlich leer gemacht das letzte Mal. Und wenn man dann genügend Eier hat, die werden, dafür braucht man ja ziemlich viele, wenn man hier viele Hühner züchten will, Hühner wachsen lassen will, dann füllt man das irgendwann wieder auf. Und wenn man dann genügend Hühner hat, macht man hier auf. Und hier oben steht eine Kiste mit Harming Splash Potions. Die wirft man dann hier einfach rein. Ein bisschen vorsichtig, damit man sie sich nicht selber auf die Füße wirft. So ungefähr da so gegen. Spätestens die zweite legt alle Hühner um. Und dann kann man hier einen kleinen Steg ausklappen und hier drumherum gehen, denn die Erfahrungspunkte, die muss man sich hier, die man dadurch kriegt, weil man die durch die Harming Potion selbst umgelegt hat, die Viecher, die muss man hier dann einmal rundherum abholen. Ich will den jetzt nicht anschmeißen, das ist nämlich eine gigantische Lag-Maschine. Deswegen habe ich hier auch ein Schildchen hingestellt. Wenn man so über 200 Hühner in dem Ding rauskommt, dann bleibt irgendwann der Server stehen. Das ist eine schlechte Idee. Und außerdem habe ich eine große Truhe voll mit halben Hähnchen, nein, eigentlich ganzen Hähnchen, mit gerupften Hähnchen. Da brauchen wir nicht so viel von. Und dann so zwischendurch, dieser Grinder läuft die ganze Zeit weiter, weil so ein paar von den Mobs sowieso immer auf die Idee kommen, mal über die Kante zu gehen und hier runter zu fallen. Deswegen sammelt ich hier so alles Mögliche von Zombies, von Hexen, von Spinnen, von Creepern, von Skeletten. Alles, was das Spiel so zu bieten hat. Das Einzige, was es hier drin nicht gibt, sind die Endermen. Die teleportieren sofort weg, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Und ganz, ganz selten nur Slimes. Ich glaube, das ist nur eine Ecke hier, die in einem Slime-Chunk ist. Also wo Slimes überhaupt nur spawnen können. Dafür sind hier mehrere. Da hinten ist schon wieder einer. Hier sind mehrere. Und ein Creeper. Wo kommt der her? Ich dachte, ich hätte alles ordentlich ausgeleuchtet. Muss hier irgendwo noch ein Block sein, der nicht genügend Licht hat. Hier sind mehrere Slime-Chunks. Da hinten an der Ecke kommen auch immer viele. Die sind an sich harmlos, machen nur einen fürchterlichen Lärm. Und dieses Schlapp, Schlapp, Schlapp geht einem irgendwann ziemlich auf den Senkel. Deswegen habe ich mittlerweile auch eine große Truhe voll mit Slime-Bällen und Blocks. Hier ist ein bisschen Lava, die trifft man ja hier unten immer. Und ich verbringe dann so, da sind noch mehr Slimes. Kommt her. Weg mit dir und weg mit dir. Und du und du. Und dann verbringe ich meine Zeit so damit, während das hier alles so vor sich hinläuft. Und hier war ich stehen geblieben. Und baue das hier so Block für Block ab. Irgendwann, wenn wir mal einen Wither umlegen, muss ich hier unbedingt mal einen Beacon mit Haste reinstellen. Weil das doch einiges an... Ah, da ist auch Lava. Einiges an Zeit kostet. So. Und so. Und ich bin hier schon wieder zu weit. Mist. Ich mache eigentlich immer so drei Blöcke weit und gehe dann hier einmal die Wand lang, Ebene für Ebene. Dann habe ich da oben immer eine Kante von zwei Blöcken,
über die man bequem laufen kann. Das mache ich hier so rum, rundrum. Ist so ein bisschen wie eine invertierte Pyramide. Und wenn dann mein Inventar voll ist, das hier ist ein bisschen, die meisten Gegenden hier sind voll massiv, hier ist ein bisschen mehr Luft im Gestein. Direkt hier hinter, aber eine Ebene höher, fängt eine riesen Höhle an, die, soweit ich weiß, direkt unter Populus Villa endet. Die ist ungefähr in dieser Richtung. Da werde ich also irgendwann, ich weiß nicht, ob ich hoch genug komme mit meiner Oberkante, aber eventuell lande ich dann irgendwann auch in der Disco. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, wird das noch ein paar Monate dauern. Und wenn ich dann hier so mein Inventar einigermaßen voll habe, mit in erster Linie Cobblestone, dann, wie viel habe ich jetzt? 2 Stacks, machen wir die 4 Stacks ruhig voll. Dann lohnt sich der Gang. Ups, das war ein bisschen schwungvoll. Na, komm. Auch immer ein Zeichen, dass der Server nicht so richtig mit mir spielen möchte. Mein Ping da oben hat, dem fehlt nur ein Balken. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sollte eigentlich noch keinen merkbaren Lag machen, keine Probleme machen im... Ah ja, der ist ein Phantomblock. Der liegt eigentlich da oben auf der Kante. Den kann man erst aufsammeln, wenn man da oben ist. Aber heute ist wieder mal so ein Tag, wo der Server alle paar Minuten der Meinung ist, ich habe keine Lust mehr mit dir zu spielen, du bist mir zu langweilig. Und dann schmeißt er mich raus. Ich kann zum Glück immer wieder neu verbinden. Und bin dann, wie ich vorhin gerade gezeigt habe, auch gleich wieder drauf. Und mit ein bisschen Glück verliere ich nicht allzu viel Arbeit. Es ist halt immer recht frustrierend, wenn man hier so am Tun und am Machen ist und dann dreht man sich um und der größte Teil der Blöcke ist wieder da. So, jetzt sind wir auf der richtigen, ja, jetzt sind wir auf der richtigen Höhe. Habe ich meine 4 Stacks jetzt schon? Noch nicht ganz. Ein paar fehlen noch. Hier unten liegen ein paar rum. Aber die werden uns wahrscheinlich nicht ganz reichen. Na, komm. So. 3 Stück fehlen mehr. Na gut. Dann nehmen wir hier die 3 weg. So. Hier unten mache ich alles voll mit Half Slabs. Die haben nämlich den Vorteil, dass da drauf nichts spawnen kann. Auch wenn sie, so wie hier, im Dunkeln liegen. Und wenn ich dann so mal exemplarisch mein Inventar voll habe, gehe ich zu einem dieser vielen Lavaseen, die es hier unten gibt, schnapp mir ein paar Eimer voll davon. So. Und benutze die dann, um das Zeugs zu kochen. Deswegen stehen hier die ganzen Öfen rum. Einmal, noch einmal. Nummer 3. Und Nummer 4. So. Das sammelt sich dann hier unten in diesen diversen Kisten. Da stehen hier schon einige rum. Das ist im Prinzip dieser Hohlraum nach Sorten sortiert. Und das ist so eine der Sachen. Ja, ist gut. Gehen wir hier rüber. Da hört man die nicht so. Eine der Sachen, die ich so im Hintergrund und nebenbei mache, gerade an so Tagen, wo der Server mal wieder zickt oder mein Internet mal wieder nicht richtig will, um zum einen ein bisschen Material zu sammeln, ein bisschen Erze zu sammeln, ein bisschen den Mobgrinder laufen zu lassen. Und ja, das werde ich jetzt auch noch ein bisschen weitermachen.
ist mal wieder ein bisschen eine kürzere Episode, aber so instabil wie der Server im Moment ist, mag ich einfach nichts Größeres anfangen, was mich dann, ja, vielleicht nur in Frustration hinterlässt, ohne dass ich irgendwas Großes schaffe. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Das hat sich hoffentlich morgen, übermorgen wieder behoben. Dann geht's auch normal weiter. Ich habe auch schon ein paar Ideen für ein paar neue Projekte, die ich jetzt aber noch nicht verraten will. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.